Hallo, liebe Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scarlet Nexus, nämlich der Folge 30 von mir, dem Hube hier auf HubeTube. Was ein Stress alles hier aktuell schon wieder mit Kindern krank und dies und das und jenes. Was euch jetzt nicht davon abhalten sollte, euch was Leckeres zu trinken, was Köstliches zu essen zu holen und ganz viel Spaß zu haben. Ich hoffe, er hat das so gespeichert, wie es sollte. Aber ich glaube, das müsste er, weil Tsugumi noch nicht dran war.人類がいる。そう。現在月面政府との交信は。お、だすと。はい。断絶の帯の影響により。おは、そうしてるんですか?でも断絶の帯があったら会議に。いい。移民団が地球へ降り立った当時 Macht Sinn. Als Strafe. ダンゼツの帯は、ダンゼツの春によって発生したって。断絶の春は、今度の春。じゃあ、カイも断絶の帯と一緒に現れたんだな。カイは断絶の帯の出現後。Siehst du? Vielleicht auch. Da hat sie wieder keinen Bock. So. Das ist blöd. Oh. Irgendwas macht das mit ihm, ja. Vor allem, dass sie so die Ersten sind, die da überhaupt hingehen und das alles recherchieren, ne? Das verstehe ich halt nicht. Diskutieren wir die Geschichte. Die gesamte menschliche Bevölkerung wanderte vor ungefähr 3000 Jahren auf den Mond aus. Dies war aufgrund von Umweltveränderungen auf der Erde notwendig, die sie für Menschen unbewohnbar machten. Die menschlichen Einwanderer errichteten eine Hauptstadt auf dem Mond. Dort verbrachten sie 1000 Jahre damit, die Umwelt der Erde vom Mond aus zu verbessern. Das Verbesserungsprojekt war erfolgreich und als die Umwelt auf der Erde zu einem gewissen Grad vorbereitet war, schickte die Regierung des Mondes eine Gruppe Auswanderer los. Yakumo Sumeragi war Teil der Archengruppe. Der Extinktionsgürtel tauchte auf, nachdem die Auswanderer auf der Erde angekommen waren. Das ist richtig und Yakumo Sumeragi gründete New Himuka. Uns wurde beigebracht, dass der Frühling der Extinktion, in dem der Extinktionsgürtel erschien, sich zu dem Zeitpunkt ereignete, als New Himuka gegründet wurde. Ich habe das Gefühl, die Geschichte, wie wir sie kennen, ist vermischt mit einer Geschichte, von der niemand weiß. Wir können wegen des Extinktionsgürtels gar nicht mehr mit der Mondregierung kommunizieren. Die Antwort zur Verbindung zwischen dem Extinktionsgürtel und den anderen war für mich nicht besonders überzeugend. Uns wurde gesagt, dass die anderen zum gleichen Zeitpunkt erschienen wie der Extinktionsgürtel, aber sie sagten, es war etwas später. Es gibt wahrscheinlich viel, was wir immer noch nicht wissen. Jeder von uns sollte diese Informationen individuell verarbeiten, während wir weitermachen. Das habe ich jetzt ganz bewusst gelesen, weil es mich halt einfach sehr interessiert. Mal sehen, was der Letzte so zu sagen hat. Das Yuito es einfach nicht macht, ne? So eins Schmutz. ここで求める情報は得られません。ベイブへのアクセスが必要です。ベイブ?ここにある端末だと答えられないってことか。ですが、ビジョンはまだ消えていませんね。僕たちの偶発的な質問内容と適当に座った端末の持つ権限が一致する方が異常です。やめられねえが。トゲツに何か思惑があるということか。 間違いなくあると思いますが。俺たちがここへ来る目的だった。Als allererste ever。しかし、今聞いた話を吹雪連隊長の作戦に当てはめるとどうなる?
Was war das nochmal? Achso. Aber es besteht doch akute Gefahr ständig. Siehst du? Das sind doch... Schwarze Löcher haben meistens Bock, sich auszubreiten. Ja. Nani? Wie gut ich bin. Was? Hä? Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Brücke. Schlag eine Brücke. Warum? Danke. Unkorrektes Universum? Okay. Nicht gerade hilfreich. Warum sollte er es? Es ist eine Maschine. Ja, aber lecker Hole. Stimmt, das würde Sinn ergeben. Hat die dich nicht blockiert? Harakiri! Baby. Voll überraschend. Okay. Also gehen wir da jetzt gleich hin? Ist doch so eine unangenehme Situation. Jetzt du stehst halt da und es passiert nichts. Hey, es geht. Ich finde eine sehr gute Stelle, um dieses Video zu liken. Was meint ihr so? Ah! Warum nicht? Es wundert mich, dass er so verwundert ist. Achso, ja, okay, das ist wirklich ungewöhnlich. Um mit dem Mond zu kommunizieren. Ich finde die Mucke so cool. Gut. Abfahrt. Ich habe irgendwie nicht mal das Gefühl, als wäre das böse oder so. Wow, ist das riesig. Das sind so menschenklotzartige Dinger. Alter. Sehr imposant. Yuito-sama. Okay. We will see. Ha, natürlich. Schon irgendwie. Jetzt habe ich doch wieder Angst. Also, was heißt Angst? Stimmt, Pope. この感じ
Ich hab gesagt lesen, aber scheinbar bin ich da auf dem Holzweg. Oh. Okay. Oh nee. Wie blöd. Kasane warnt uns? Kasane? Okay. Ja, moin. Das ist sowas wie diese Rehabilitation. Ah, sehr gut. Das war schlau. Wahrscheinlich zu spät, aber schlau. Okay, sein Gehirn ist irgendwie besonders. Ja, dieses Lapidaris geht ihm gut. Ja. Okay. Oh, gar nicht gut. Jetzt auf einmal doch wieder da dran. Ich verstehe das nicht. Ja. Ach, die haben das gar nicht mitgekriegt mit Kasane. Okay. Das ist nämlich das. Weiß ich nicht. Zusammenarbeiten werden sie nicht, das wäre unlogisch. Feueralarm. Gut, hast du alles aufgemacht, Bre? Jetzt ist halt die Frage, ob wir hier kämpfen müssen. Und wenn, dann gegen was? So in etwa. Warum haben sie ihm das alles erst erzählt, wenn sie dann eigentlich nur sein scheiß Gehirn aufsagen wollten? Also die hätten sich doch das mit den Terminals und so komplett sparen können. Und halt gleich auf Gehirnfresser-Modus gehen. Oder sie wollten damit halt... Dingsenbumsen wecken. Vertrauen. Okay. Fliegende Assassini. Nicht gut. Ach, wir müssen gar nicht kämpfen. Natürlich. Natürlich. Design Children. Es ist halt die Frage, was Yuito so als Design Child bla 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 ist. Okay. Muss ich was tun oder haben wir jetzt einfach eine Sequenz? Gut, wir haben einfach nur eine Sequenz. Sympathisch. Ah, Ausgangspunkt. Oh, ich speichere mal. Das habe ich letztes Mal manuell nicht mal gemacht. Habe ich einfach den Quicksave geladen. Also, hat super funktioniert, wie man merkt, aber trotzdem. Hier, 5.12. Hallo. Naja. So Gott will, habe ich Montag frei und kann dann ein bisschen zocken. Ich habe eigentlich Urlaub und ich komme nicht zum Zocken. Kinder haben es toll. Ist es wirklich, aber es ist manchmal so anstrengend. Hä? Heb doch auf. Hallo? Ah. Thanks. So, die Frage ist... Na, 15 Minuten haben wir noch Zeit. Oha, muss ich aber relativ weit laufen.
Nee, egal. Ich muss laufen. Also. Oh, Hallöle. All the damage. Gut. Wie blöd kann man sein? Ja. Muss ich jetzt da lang? Ich habe mich zweimal... Boah, danke Pokémon für gar nichts. Habe mich zweimal gedreht und dadurch bin ich jetzt komplett lost. Aber ja, das ist der richtige Weg. Psychologische Kriegsführung. Davon haben wir jetzt relativ viel von diesen A-Dingern. Das ist halt echt witzig. Die sind vor allem in der Stufe 2 irgendwie, ne? Also. Stufe 3 hat wahrscheinlich schon nicht gereicht, um sie zu killen. Ach, verdammt, Bossfight. Was ein Schmutz. Oh nö. Oh nö. Der ist wirklich groß. Was ein Schmutz. Ja, ah nee, na klar. Jetzt schluckt er so ein Zeugs und das Loch wird größer. Naja, weiß ich noch nicht. Okay. Aua. Aua. Ich habe ihm basically gar kein Damage gedrückt bisher, ne? Okay. Der kleine Zugummibrecher war halt sau wichtig gerade. Sehr gut. Anflammen. Oh, imagined. Der geile Sprungangriff einfach. Au. Wie kann man den denn bitte dodgen? Oh, verdammt. War falsch. Okay. Alter. Ey, was ist das denn für ein Nervsack? Ah. Macht auf jeden Fall Bock gerade hier. Alter. Ich krieg ihn nicht gedodged, ne? Sehr gut. Ich stehe halt einfach auf der falschen Seite. Na, natürlich nicht so wirklich. Ey, ich krieg ihn nicht gedodged. Ey. Okay, er ist irgendwie nass, aber
Richtig, was helfen tut's halt auch nicht, ne? Alter. Das war gut. Okay. Das war zumindest ein bisschen Damage. Gut, gut, gut. Okay. Hä? Wow. Geil. Sehr gut. Ich sollte wahrscheinlich mal diesen Gehirnbreaker-Modus einsetzen gegen die. Alter. Einfach Homing-Missiles, alles klar. Weißt du Bescheid, ey. Da hat er davor nicht einmal eingesetzt, aber jetzt sind es halt Homing-Missiles. Es ist halt so ein Schmutz, ne? Gut. Das war wahrscheinlich zu früh. Ich hätte ihm noch ein bisschen Damage drücken sollen, aber ich hatte halt Angst, dass ich es sonst gar nicht durchkriege. Oh, das ging jetzt diesmal aber schnell. Verstehe ich nicht, warum das jetzt so schnell ging. Ah, wieder diese Homing-Dinger, ja. Alter, und dann kommt halt gleichzeitig so einer, ne? Das ist halt auch nur asozial. Okay, jetzt rastet er halt auch ganz anders aus, ne? Okay, jetzt haben wir ihn gleich. And he dead. Was wieder ein Krampfkampf, ey. Todomeda war sehr episch. Keulenmäul, ey. Was ein Schmutzgegner. Naja. Naja. Ruby ist kein guter Scarlet Nexus Spieler. Gut, dass er diesmal keine Drogen nehmen musste. Vielleicht. So wirkst du aber nicht. Okay. Hieno. Ach ja, stimmt. Nein. Nein. Dann müssen wir zurückschlagen. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. So, einmal kurz auf die Map gucken. Ja, okay, dann gehe ich gleich zurück zum Speichern. Liebe Freunde! Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Der letzte Bossfight war wieder ein bisschen blöd. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß. Ihr habt die Folge genossen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.